Ich meine, wir haben uns jetzt lange genug damit beschäftigt, welches Boot und was und was für ein Kiel und was ist ein Seacock, ne? Ja, mit und wie viele Löcher dürfen sein. So ist es. Und wenn sie zu viele Löcher hat, ist auch nicht gut. Ja, ja, also diese ganzen Dinge, da haben uns ja schon einige gefragt und haben gesagt, naja, Jungs, wann geht's denn mal los? Wann kauft ihr denn ein Boot? Dann haben wir gesagt, naja, wir müssen ja erstmal wissen, was wollen wir überhaupt? Was wollen wir eigentlich, ne? Schön, dass wir uns wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Zentrale. Des Wahnsinns. Ja. Na? Ja. Aber wir haben also was Positives zu berichten. Ja. 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 Wir wissen, was wir wollen. Ja. Ja! Also wir haben eine wirklich, ganz ehrlich, eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Was Bootsbau betrifft. Ne? Mach mal die Tür zu von innen. Merkst du was? Ja, ja, klar. Ich meine, das ist schon irgendwie. Also, hätten wir auch schön machen können, ne? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Schule, als man so mit Gips gearbeitet hat, hat es nie glatt gekriegt. Nee, mich erinnert das an Baustellen, wo kein oder sowas. Was eine Stelle der Spaß so abbiegen, wenn wir das mal schnell abnehmen. Das ist schlimmer, wie wenn ich in meinem Bad die Fugen selbst fließe. Knarz, knarz, ne? Ja. Aber schön, ja, die machen zwei Bäder. Ich weiß nicht, also die. Eigentlich würde man sagen, sind das Seelenverkäufer, oder? Die sie da so anbieten, Seelenverkäufer. Da gibt es keine Regulierung, ne, haben wir festgestellt. Auf dem Bootsmarkt im privaten Bereich gibt es keinerlei Zertifizierung, Regulierung, sonst was. Also sagen wir mal so einen schnöden TÜV über dem Auto. Gibt es nicht, ne? Ja. Nix, gar nichts. Jeder kann machen, was er will. Ich habe nicht schon wieder sowas gesehen. Wenn ich dich so lache, ja, da hat einer an so einem Boot alle Elektrik getauscht. Weil das übernommen hat für jemand gebraucht und da war viel ja selbst eingebaut und hat alles neu gemacht. Bis auf 3 oder 4 Kabel. Ja. Und wegen denen ist es dort abgebrannt. Entschuldigung, also. Ja. Aber ja. So. Super. Ja. Das ist das, was wir gesagt haben. Das ist mit dem einmal in die Dusche kacken. Hier hängt also der Duschkopf. Und kein. Ja, und jetzt geht es nämlich los mit. Alles einmal nass. Also, die Küche machen wir gleich hier. So, so hier geht es nämlich los. Das ist die Toilette. Ja? Das ist die Toilette. Das ist die Duschwanne. Hier ist das Waschbecken. So, hier ist euer Duschkopf. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, das Problem. Ja, so. Ist folgendes, hier, das ist so eine Handpumpe, damit ihr die Kacke auch, ihr wisst, was ich meine, rauspumpen könnt. So, und jetzt geht es ums Reinigen. So, da hinten, seht ihr das? Da unten geht es runter. Da geht es runter. Da hinten drin. Das ist der Absperrhahn, damit das Boden nicht absäuft, wenn das Wasser im Klo hochsteigt. So, Toilette, das ist zum Pumpen, zum Abpumpen. Waschbecken. So, ich setze mich jetzt mal. Setz mich das mal hier rein. Hier ist die Dusche. So, und wenn ich jetzt duschen möchte, hier ist die Dusche. Ah, duschi, duschi. So, ja, ist ein verkehrt alles, ja. Duschen, duschen, duschen. Und das läuft alles, wenn ich hier dusche. Jetzt muss ich das natürlich auch wieder richtig reinstecken hier. Oh, Scheiße. Wie macht man denn das jetzt? Ach so, okay. Ja, und das läuft hier alles. Beim Duschen wird das hier alles nass. Es wird alles nass. Es wird hier alles nass. Das wird nass. Ja. So. Das hier wird alles nass beim Duschen. Ne? Es wird alles nass. Ja, und das muss dann alles hinterher gereinigt werden. Ah, ich hab's kaum raus. Und das ist das, was wir meinen mit in die Dusche scheißen. Ja. Am erstaunlichsten fanden wir es ja, dass
uns die Verkäufer, von den bekanntesten Bootsbauerfirmen, Yachtherstellern uns auf die Seite genommen haben und gesagt haben, Jungs, das, was wir hier verkaufen, ist nicht das, was ihr braucht. Also bei uns in Deutschland sind wir in der Ostsee, Nordsee, im Mittelmeer, da gehen die alle zum Kacken. Ja. Darum ist das letztendlich nicht erforderlich. Eigentlich ist es auf diesen Schiffen, die in unseren Revieren gesegelt werden, Fische und Lokusten, das Marketing. Ja, ist so. Okay, es gibt keinen TÜV, aber zumindest haben wir uns jetzt selbst getüft und haben uns überlegt, was hätten wir denn? Jeder von uns hat einen Favorit. Wenn Geld keine Rolle spielt, wäre mein Favorit die aktuelle Hallberg Rassi 44. Warum gerade die? Ganz einfach, wegen der Aufteilung des Innenraums. Das wäre, wenn Geld keine Rolle spielt, meine Nummer 1. Nicht wegen der Rumpfform, nicht wegen den Doppelrudern, bestimmt nicht. Meine Idee, kein zwei Langkiel. Kabinen. Nein, kein Langkiel, ja. Aber zwei Kabinen, zwei Bäder, Punkt. Gut. Gäste mitnehmen, gut, ja. Die sozialen Kontakte mal einladen, eine Woche mitzufahren, eigenes Bad. Das heißt eben zwei Bäder auf dem Boot, eine schöne eigene Kabine. Mhm. Wenn ein Bad oder ein Toilette nicht geht, hat man noch einen Ersatz. Punkt. Die kleinere Version wäre eine Hallberg Rassi 352. Das ist ein Boot, das immerhin zwei Kabinen hat, nur ein Bad. Dieses Bad würde ich mal so zurecht machen, dass man beim Duschen wenigstens keinen Vorhang hat, sondern eine Plexiglastür. Gar nicht schlimm. Kein Teak-Deck, ne? Kein. Teak-frei. Also,
die 352 hat zwar meistens Sicht drauf, bevorzugen würde ich, wenn ich zwei vergleichbare finde, die ordentlichen Schuss sind, würde ich immer die bevorzugen, die keinen Tiefdeck hat. Also, oder die bereits kein Tiefdeck mehr hat. Und dritte Variation für mich wäre die Oceanis 42cc. Da müsste ich zwar mit dem scheiß Kiel leben und müsste mit dem scheiß Ruder leben, aber da ging es um die Kabine. Das wäre aber nur, wenn ich keine halbe 352 finde. Ja. Und das Geld nicht hätte für die 44. Okay. Also die 352 eher noch wie die Oceanis, einfach weil diese Rudergeschichte und so, das ist. Ja, es ist halt schon. Nicht. Langkiel, Skag, scheiß Ruder. Ja. Stabil. Ja. Alt, dicker Rumpf. Ja, dickes Material. GFK, unten 3 cm bis 5. Kein Sandwich-Rumpf. Kein Sandwich-Rumpf. So wie auf dem Bild kürzlich. Ja, mein Gott, ich zeig euch das vor. Reinschneiden, das war gut. Schaut euch mal jetzt dieses Foto an. Was fällt euch auf? Was fehlt da denn? Ne? Gut, der Bug ist weg. Aber was ist normalerweise an dieser Stelle, wo dieses Loch ist? Und die andere Frage ist dann... Der hat bestimmt gut geankert. Ja... Der Anker hält, nur nicht das Boot. Es ist krass, wie billig inzwischen teure Yachten zusammengeschustert werden. Das ist Wahnsinn. Sandwich-Rumpf, das ist ja ein Hauch von Gelcode. Da ist das Gelcode, also Gelcode, oder wie das heißt, ist ja dann dicker als die Glasfaser über dem Schaum oder dem Balsa. Und das nennen die. Oder dann, die Farbe. Ja, oder die Farbe, ja. Ja, wenn die dicke Duck aufgetragen ist, oder die Spachtelmasse nach der Kiel, nach der Grundberührung beim Kiel. Ne? Also, es ist Wahnsinn. Und da sind wir jetzt auch bei der Auswahl bei meinen Favoriten. Also, ich habe ja mich absolut beim ersten Mal gucken an einer Segeljacht in diese Segeljachten in Form eines Clippers, also diese zum Beispiel Chiyoi Lee Clipper 42, 42, Clipper 42 von Chiyoi Lee, dieses chinesischen, also die Yachten aus Hongkong, die haben ja auch den Spitznamen nicht Chiyoi Lee, sondern Chiyoi League, ne? Also dass sie nicht unbedingt so dicht wären. Aber das macht es erstmal nichts. Warum eine Chiyoi Lee oder ein Clipper? Ich finde die Clipperform unglaublich schön. Ich möchte auch eine Catch. Da gibt es auch Freunde, die sagen, die so gesegelt haben, nee, ist ja viel zu kompliziert und dann hier zweimal Rigging und zwei Mast und zwei, da sage ich, nee, ist mir egal, mir gefällt das einfach. Die Form des Clippers mit dem schönen geschwungenen Bug, Langkiel und dann eine Catch und vor allen Dingen halt auch, weil das ein Boot ist, vor 1985 gebaut, wie dein Skipper in Kroatien gesagt hat, guck dir mein Boot an, das ist von vor 1985, alle anderen sind schon abgesoffen. Das hat halt einen massiven Rumpf, stabiler, massiver GFK-Rumpf, voll GFK. Das ist schwimmender Panzer, klar, ist jetzt nicht besonders schnell, aber in dem Fall, wie es jetzt bei mir und auch beim Albert ist, wir wollen ja drauf wohnen und die Welt umsegeln. Schnell sind wir ja jetzt. Also ja, schnell sind wir jetzt unterwegs. Ne? Das könnt ihr ja in dem Video sehen, was wir gemacht haben. Surfing the Clouds. Ne? So. Und es gibt von Chiyoi Lee auch noch ein Offshore 41. Da habe ich mich jetzt nicht rein verliebt wegen der Rumpfform, aber wegen dem Interior. So, ich würde mal sagen, die Chiyoi Lee Offshore 41 ist das Boot mit dem größten runden Bett, das schwimmt. Hast du nicht gesehen? Nee. Guckst du. Rund? Schau dir das Video jetzt mal an. Okay, mir fehlt da was ganz Dummes aus der Hand. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta.
Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así. YouTube-Serien jetzt. Season 1 ist somit jetzt beendet, auf der Suche nach dem Boot. Und jetzt beginnt Season 2. Ja. Wo steht's? Ja. Ja. Angucken, reinsetzen, reinfühlen. Ja, ist es eigentlich genau das, was wir uns vorstellen? Wenn ich so einen Clipper vor die Zunge reinsetze, dann denke ich mir vielleicht, nee, wir sollen jetzt nicht darauf beharren, hat man uns auch gesagt, Boote jetzt im Internet zu suchen und dann zu gucken, was gefällt uns und was nicht, sondern wir sollen zu den Boatyards gehen, zu den Marinas und einfach mal gucken, was da so rumsteht. Ja. Ja, so, und dann mal gucken, da gibt's Segeljachten, in Anführungszeichen für einen Appel und ein Ei, die natürlich dann einen Refit brauchen, aber einfach mal zu gucken, was ist da dabei? Und wie er schon sagte dann, der alte Skipper, der alte Bootsbauer, sagte, ihr werdet das Boot nicht finden, sondern das Boot findet euch. Ne? Und dann steht man wahrscheinlich irgendwann da oder sitzt im Salon und sagt sich, das ist es. Ne? Wenn es nur der Geruch ist. Ja, genau, wenn irgendwo noch unten drin so eine Bottle mit rum. Ne, so, der letzte Hund irgendwo. So, das ist ein Hund, ne? Nein, aber es geht ja auch andersrum, dass man irgendwo reinkommt und sagt, wow, optisch genau das Boot. Ja. Und du sagst, das geht überhaupt nicht. Ja. Aus dem Grund, weiß ich. Meinetwegen, es muss ja nicht nur Geruch sein, aber dass du irgendwie wie eine Allergie kriegst, sagst, geht nicht. Und genau so muss es eigentlich auch sein, denke ich, man muss sich die angucken, muss da reingehen, muss dann sagen, ja. Reinfühlen, also hinsetzen. Klar, wir haben jetzt unsere Vorstellung, ich meine, die 44er kennen wir schon. Das ist wie bei Frauen, da gibt es ja auch Modelle, wo man sagt, nee. Ne? Und ach. Was? Ja. Doch. Nein. Ja. Doch. Ja. Oh. Ja. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt spannend für uns. Schau, jetzt nicht lang ist es. Nee, ich würde manchen noch nein. Na, wir sagen nein. Wie der Besan des Mannes, so seit Johannes, oder wie war das? Ja. So ungefähr. Ja, wobei eigentlich sind wir ja dann alle ein Master. Was? Dann ist es eine Sloop. Nee, wir sind ja keine Catch, also Kerle. Ach so, Kerl, ja. Ja, so, ja, also wie gesagt, aber wir schweifen gerade an. Ja. Ja, okay. Dann lassen wir es. Das muss ich jetzt in den Ton mit Pieptönen übersetzen. Okay. Alles klar. Okay, so, zurück zum Hauptthema. Wieso schwenken wir eigentlich immer um so Richtung Mädels? Ja, Mädels auf dem Boot sind dann. Wir wollen nach Kap Verde. Genau, du sagst es. Kap Verde. Kap Verde. Also wir müssen es einfach so sagen. Vielleicht guckt er ja mal rein. Wir wissen es ja. Wir wissen ja nicht wirklich, wer überall bei uns schon reingeguckt hat. Wir bedanken uns auf jeden Fall also schon mal für diese wahnsinnigen Kommentare, die schon kommen. Also wir haben über 10.000 Aufrufe von unseren Videos, jetzt innerhalb von einem halben Jahr. Das ist schon cool, das ist total cool. Also, ja, wir haben nicht viele Abonnenten, klar, aber das macht jetzt erstmal nichts. Aber wir haben einfach einen riesen Spaß dran, das jetzt zu machen und euch zu zeigen, wie wir Flieger jetzt da in Richtung Segelboot unterwegs sind. Und wir haben natürlich auch so ein paar Leute, die mit Segelbooten unterwegs sind und dann YouTube-Kanäle, die wir einfach mögen. weil sie anders sind als die üblichen Influencer-Karibik-Segler, ne? Mit Bikini-Girls und... Willst du jetzt etwas sagen, dass wir auch anders sind? Ja, ich trage kein Bikini auf dem Boot. I need a bigger boat.
Bootsschein. Aber das kommt dann auch noch. Gell? Über Winter. Jo, aber nicht hier in Deutschland. Tja, ja, war's für heute, oder? Los geht's. Ja, nehmen wir uns den Flieger, machen wir noch eine Lustrunde. Können wir noch machen. Einfach mal so draußen scheint, Leute, draußen scheint die Sonne. Sollen wir uns die Bootsschule in Mannheim gucken? Gucken wir uns mal von oben die Bootsschule in Mannheim an. Also da unten am Altrhein da. Ne? Ja. Oder auf Malle. Oder auf Malle. Malle ist auch gut. Ja, Malle. Da bin ich ja im Oktober. Ne? Das ist ja bei mir dann einmal. Oh. Schauen wir mal, was Navi so hergibt. Oh, das wird spannend. Okay. Ja, wollen wir los? Okay. Ja, Leute, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Also fliegen haben wir geschafft. Ne? Das schauen wir mal. Ob wir das mit dem Boot hinkriegen, oder? Navigation ist ja, wenn man trotzdem ankommt. Genau, genau. Der Volker kommt auch noch. Ah. Ja, wir sind zu dritt. Ne? Oh. Ja, der dritte Mann, von dem wir immer erzählt haben, der kreuzt heute auch auf. Ja. Der ist dann heute auch noch dran. Ja, schauen wir mal. Gut, es geht los. Lieben, es geht los. Ja, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und dichte Seekox. Ja, oder? Lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns. Ciao.